Okay, mach weiter. Okay, wir sollen Cage Witch machen. Ja, oh. Steel Cage, Hell in the Cell, gibt ganz viele Käfige. Da und da. Nein, das ist kein Cage, ein rechts. Das ist genau. Das ist mit rausklettern, das andere ist Hell in the Cell. Wir sollen ein Steel Cage machen. Undertaker gegen Kane. Ich bin Undertaker. Kane. Okay. Sollen wir machen, haben sie gesagt. Oh, endlich nur wir beide. Alle beide zusammen, wie im Turnier. Also ich nehme den Biker, ne? Biker war erwünscht, ne? Nee. Wie, ja, nicht erwünscht? War nichts erwünscht. Was? Ja, dann nehme ich den, dann nehme ich mal... 22. Was? 22 auf 24. Nee, wir sollen die Alten nehmen, haben sie geschrieben. Alten Undertaker und Alten Kane. Einen Alten, das ist ja, der hier. Der? Ja. Du nimmst einen ganz Alten? Der. Das sind alle 1998. Welchen soll ich denn jetzt nehmen? Welcher ist denn von Geburtstag her? Sagst du mir bitte, welchen Datum? Ja, Oberste. Der Oberste ist am ältesten. So, dann soll ich den Kane hier nehmen. Und zwar... Oh, mach ich das. So. Boah, der, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Der Kane sah doch früher richtig cool aus. Heute mit ohne Maske und mit seiner Glatze, das sieht mit schrecklich aus. Mit ohne Maske. Mit Ernsthaft. Ohne Maske. Mit ohne Maske. Ohne Maske halt. Hm, nur für eine coole Arena, Battlegrounds kommt. Ich habe keine Ahnung, was er da einstellt. Ich sag einfach nur ja. Da steht was. 90 FPS. 99. Ach, 99? Ja, sorry, das war jetzt zu spät. Aber das war der Sergeant. Ja, das ist so ein Wetschmund. Ich sag immer Wetsch. Das ist so ein Matchwunsch, der nicht von Sergeant kam. Ich kann ja nicht einfach jetzt. Jetzt bist du dran, Sergeant, jetzt ist vorbei. Nein, das ist ja nicht von Sergeant. So. Sergeant. Wenn er sich ein Match wünschen würde, könnte er seine Matchbestimmung ja machen, aber ich kann nicht einfach, wenn andere sagen, macht mal so und so. Dass wir dann nicht mehr, dass jemand anders reinruft und so machen. Kannst du die Leute mal fragen, ob die immer wieder einen Einmarsch sehen wollen? Ich finde es gut. Da haben wir mal ein ganz kurzes Stück Pause. Ich finde es auch gut. Können wir mal ein Bierchen zupfen und können mal ein bisschen reden. Okay. Deswegen finde ich das gerade zu schlecht, dass nur mal die Einmarsche einfach laufen lassen. Wie geht's dir um? Bist du noch satt vom Essen? Satt mit Soße. Ja, ich hab doch gesagt, heute gibt's das leckere Essen. Hab ich ja. Was denn jetzt? Hab ich ja. Ich komm nur mal durch. Dann mach doch mal deinen Wunsch. Achso, den größten. Den Weihnachtswunsch. Den größten gegen den kleinen, das war sein Wunsch. Hell in the Cell. Wir wollten Hell in the Cell Match haben. Andrew ist Giant gegen Sin Cara. Ich nehme den großen, ja. Ich bin ja der größere von uns. Das war sein. Wir haben heute gemessen, seine Frau hat uns wirklich geguckt, wer größer ist. Einmarsch ist nice. Okay, Einmarsch lassen wir und ich bin größer. Was hat die gesagt? Nein, die hat gesagt, ich bin größer. Du hast ja gesagt, ich bin größer. Das sind meine Haare, die sind ein bisschen größer. Der hat gesagt, ich bin größer. Aber deswegen weniger. Bist du der Kleine. Kleiner? Aber weniger. Ruhig. Aber weniger. Doch. Deutlich weniger Haare. Wer? Du. Nee, ich hab wenig Haare. Boah, guckt euch das an, wie der aussieht. Boah, der Undertaker, da war der noch. Da war der noch ein Kantholzchen. Jetzt haben sich alle erwartet, auch wusste ich nicht, der Hut. Damals haben die gedacht, hier, wo der bei Poco drin stand, den Schrank nehmen wir mit. Ne? Damit mache ich einen Undertaker. Jetzt kommen die Drogen. Was ist das? Nassspray. So. Ich kenne auch noch einen, der nimmt das auch. Echt? Gute Besserung. Soll ich dir einen Tee machen? Tee. Den Hut Undertaker, den gibt's noch in dem ganz alten. Warte, ich mach den Tee. Den Tee. Halt Leute, der Onkel fasziniert mich. Könnte auch ein Träger sein. Oder einen harten Galgen. Deiner. Kann man Galgen nicht machen? Na. Ich wollte euch ja echt ärgern. Ich habe nämlich gesagt, ich wollte hier so Mensch ärger dich nicht hinstellen, wenn ihr dann im Stream seid. Mensch ärger dich nicht machen. Aber Onkel wollte nicht, der kann das nicht. Oder kannst du Mensch ärger dich machen? Guck mal, ich habe einen Magnet. Ich hänge am Tisch fest. Das sehen die Leute nicht. Ich habe hier so ein Magnetarmband. Und dann hänge ich da fest. Was machst du? Mensch ärger dich nicht! Also, ich hab schon verloren, scheiße. Wenn ich gleich grün werde, wisst ihr warum. Ja. Also, da, nochmal kurz lesen, dann geht's ab. Klein, groß und groß. Was? Klein gegen groß. So. Ist das die Echtmusik von ihm? Nein, oder? Vom Undertaker? Nee, das war die. Das war doch, das war die von der. Hat er von der Kirche aufgenommen. Das war die von der Ministry of Darkness damals. Oh, das war schon mal ein Start mit den ja, Big Boot.
So, jetzt, Junge, jetzt bin ich im Geschäft hier. Bam. Oh. Oh. Gut gekontert. Mit seinen kleinen roten Gummistiefeln hier. Ach, zu spät. Jetzt siehst du da doch immer, was ich mache. Aua. Durch den Käfig durch. Können wir den eigentlich kaputt machen? Nee, hält es ja auch. Okay, guck mal, so geht das. Guck mal. Und jetzt hier erstmal hier richtig schöne Kombination. Schön auf die 12. Ich habe den Undertaker ja mal live gesehen. Und zwar war das in Düsseldorf in der Arena. Und das war bei seiner West in Peace Tour. Und ich muss sagen, das war echt schon ein Spektakel. Neben mir, die Amerikaner, die sind mitgeflogen und die haben dann Spektakel gemacht. Ja, das war Wahnsinn. Also, das muss man schon sagen. Da verstehen die den Spaß. So mit vom Wrestling her. Ich finde es lustig, die Leute, die hören ja die Musik von den Einmärschen, hören die ja ordentlich. Also die hören das ja in einer guten, ich denke mal, in einer guten Abstimmung zwischen mit uns und da. Aber wir hören gar nichts weiter. Also wir haben das jetzt so leise, dass wir kaum was hören. Weil du erkältet bist. Weil. Hast du nichts. Ha! Ich hab dich geblufft, ich bin ein Tier. Und jetzt werfe ich den Kellner. Ja, aber ihr gesagt habt doppelt. Doppelt? Ton. Doppelt? Okay, ich werfe dich jetzt auch mal gegen den Gitter. Bam! Boah, das wird sogar richtig, ich hab das gesehen, das wird sogar richtig geflust. Ach Mensch, du mit deinen scheiß Kontern immer. Ich mach das nicht. Ich komme! Oh, was war das denn jetzt mit Kombination? Die war aus Google erschreckt. Echt Kombination. Der Undertaker ist schon cool. Ja, aber in dem... Ach ne, boah, ich hätte mich schon fast verplappert jetzt. So weit waren wir noch gar nicht. Kann ich mich da wehren, Mann? Und da was? Was steht da? Hallo, hi, hey, grüß dich. Veggie, der Veggie. Sauber. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, siehst du, haben wir Match gegeneinander, Match. Ja. Dann sieht das hier schon etwas leiser aus. Der Veggie, der sitzt bestimmt gerade mit seinem Kanu da vor dem Bildschirm. Weil egal, wann du uns besucht hast bei Ark, warst du mit deinem Kanu da oder T-Rex oder was auch immer da, das Albino. Oder wo du mal da warst, wo er da war. Weil ich bin immer da, aber ich komme in den Server von Ark nicht rein. Ark hat mich gesperrt, ich weiß auch nicht warum. Weil ich mich nicht so wild oder so, ich weiß nicht. Du passt in diese prähistorische Zeit nicht rein. Darf ich jetzt auch nochmal blocken? Wie du dich mit Technik auskennst, passt du sehr gut in diese Zeit rein. Ja, ja, klar. Na komm. Du musst X tappen. Ich drück X, ja! Oh, was passiert, wenn ich X drück? Übelste Kombination aus Schmerz. Oder auch nicht. Ach komm jetzt, lass mir Ruhe. Ja! Was war das? Hörst du Geräusche? Ja, krass, ja. War nur ein Eichhörnchen. Ein großes. So, ich schmeiß hier mal in die Ecke. Und move! So Leute, ich werde den Kane sowas von aus dem Leben knocken, was er sich wünscht. Niemals. Soll ich mir das auch mal umsetzen? Nein, das war mein Fehler, Entschuldigung. Hast du noch andere Lieder? Nee. Okay. Nicht zu hoppen und live. Kann ich das so anmachen? Nein, die ist davon. Achso. Wenn ich selber singe? Mann! Dann gibt's Super Talent war ja vorhin im Fernsehen. Da hat einer auf 3 Gitarren gespielt. Das möchte ich von dir heute auch sehen. Ich werde auch doch gleich bei eBay noch schnell die Gitarre bestellen. Jo, oder ja. Hast du eine hier? Glück kann eine Gitarre haben. Echt? Kannst du mal Lärm machen. Aber nicht so eine E-Gitarre. Kriegst du richtig gut, ey. Hiervon, die gibt's ja auch hier, wie heißt das? PlayStation-Spiel. Meine Fresse! Wie heißt das PlayStation? Ich hab jetzt einfach nur aus Spaß gedacht. Wie heißt das PlayStation? Ja, ja. Nein, das Spiel mit der Gitarre. Guitar Hero, glaube ich. Guitar Onkel. Meine Fresse. Ey, ich will jetzt endlich mal hier so einen Move machen. Mach doch mal einen Move. Ja. Boah, hast du gesehen? Ich hab gedacht, ich werf dich weg und dann kam ich wieder. Ach, der Kane macht ein Comeback. Fuck mein Bein. Ja, okay. Ach Mensch, ich kann mich nicht mehr blocken. Was? Ich kann nicht mehr blocken. Mann, das ist raus aus der Disco. Lass mich in Ruhe. Boah, ich drücke immer zu früh. Ah, jetzt gibt der Kane alles hier. Ich will gewinnen. Da steht ein Text. Bei dem Match kommt irgendwie kommen die Giants zusammen. Ich das nicht selber verstanden, oder? Kannst du das bitte vorlesen? Ich kann nicht. Also. Hast dich wieder selbst gemoved, ne? Mann, wieso haust du mich in den Marken? Das macht man nicht. Wenn ich irgendwie... Oh, guck mal, du fliegst. Bei dem Match klein gegen groß.
kommt eine kleine Zusatzregel dazu. Einer muss bluten. Achso, okay. Also, okay. Also First Blood Match sozusagen. Nee, dann endet es ja sofort, ja, wenn es blutet. Okay. Also muss einer, bevor der gecovert werden darf, bluten. Das wäre auch eine gute Regel, eine interne Regel. Ja, du hast gesagt. Ja, ist das so eine, ich habe doch geantwortet. Das wäre, du hast gesagt, das wäre. Er hat doch die Regel aufgestellt, Junge. Ja, ja, das war mir bewusst. Ich muss nur mal erwähnen. Und auf legendär, ne? Weil es ist ja schwer zu einfach. Ja, wir zwei gegeneinander auf legendär. Was ist das für ein Schwachsinn? Du hast ja gar kein Computer gegen dabei. Oh, das nee. Ey, der Böll. Ey, wir haben Silvester. Frohes Neues. Bei ihm draußen knallen sie gerade. Ja. Bis ich bei dir war, ey. Ich bin erstmal über 1000 Umleitungen gefahren. Das kann passieren. Ja, das war sehr abwegig. Mein, guck mal, ein Undertaker, der ist so schlapp. Der kommt noch nicht mal bis zu dir. Den Nocket. Machen wir mal das. Ich muss immer wieder machen, aber dasselbe. Ich weiß. Tut mir leid. Ja, er macht immer dasselbe. Sag's mal bitte alle. Er macht immer dasselbe. Oh. Alter! Ja, Silvester, frohes Neues. Au. Oh, nein, ich kann das. Da liegt er. Was ich jetzt mache? Ein Move. Nee, das ist nicht. Woher? Das ist ein Move. Und zwar den Undertaker. Stimmt den Kane Move. Oh, ich habe ein S. Für gut. So. Für so. So. Komm schon. Komm, steh auf. Hey, geil. Synchron. Synchronfummel ist das. Fuck you. Was mache ich denn jetzt? Achso, ich mache einen Seiltanz. Yeah! Und er wieder mit seinen 150 Kilo auf dem Seiltanz hier. Mhm. Und kabuff. Gab's hier irgendwelche Regeln, was ich beachten muss? Das ist einfach pinnen. Okay. Normalerweise sollst du auch rausklettern. Natürlich gewinne ich, weil ich gut bin. Und der Onkel nicht. Oh nein! Der Fette! Der hat meinen zu schönen Tombstone. Du kannst doch nicht einfach den Tombstone blocken. Wir wollen doch. Mhm. Ist der andere Dicker, finish ihn nicht. Kannst du nicht machen. Meine Fresse! Und du lebst der Undertaker! Dann leben wir der Undertaker! Oh, dann leben wir der Undertaker! Da hat der da gesagt, der Moderator. Was denn? Mann, du kannst hier einfach aus meinem Film raus. Das ist nicht nett von dir. Das ist was Feierliches. Warum knallen die? Tja. Warum? Hey! Hat bei Superstar einer oder irgendwas Tolles gemacht. Das geht voll aus den scheiß Super-Talent ab. Das ist Wahnsinn. Die Mutti. Oh Mann! Gewonnen! Onkel, du schaffst es vielleicht morgen. Was ist, haben wir auch schon nach 12? Ja, nee, ist noch der heutige Tag. Ah, erster Kampf geht für mich. Geil, war es ja eben so scheiße. So hast du mich besiegt, Erster. Nee. Ja, ist ja. Erster, so ein scheiß Move. Du hast wieder so ein Kackende. Das war ein harter Move. Der andere Tick hat dich gepackt und mit seiner ganzen Kraft umgeschossen. Er hat dich sanft hingelegt. Oh. Schau mal genau hin. Bei mir ist die Stimme. Was? Irgendwie ist die Ingame-Stimme doppelt. Oh. Was? Die Ingame-Stimme ist doppelt. Kann man nicht sagen. Von ihm oder von mir? Ingame-Stimme. Ach, Ingame. Ja, ja, ich verstehe. Ins Game. Das kann nicht sein. Also, ich habe ja alles komplett leise. Also, ich höre selber kaum was. Ich habe auch nur das Elgato als Ton eingestellt, also nichts anderes. Und halt Mikrofon. Also unsere Boxen kannst du eigentlich nicht hören. Vielleicht hört sie die Böller draußen. Die Böller. Und die stören den Sound. Vielleicht. Ist gut. Seth Rollins, cool. Höre auch alles ganz normal. Siehse, einmal. Ja, andere Digga. Aber hat alles. Ja, der Digga gewonnen. Der hat alles. So, jetzt kommt groß gegen klein. Den Sandy wächst unhöflich. Bei mir ist die Stimme auch gut. Siehste, das ist bei allen sind die Stimme gut. Ich hab gewonnen! Das muss ich doch.
So, was haben wir für ein Wunschmatch? Ich möchte jetzt das Fette haben, der Große gegen den Kleinen. Ja, jetzt kommen wir jetzt als nächstes auf dahin. Und okay. Zwar in einem Hell in the Cell Match. Oh. Und wir sollen so lange fighten, bis einer blutet. Boah, da krieg ich so schnell mit dem Giant. Du warst Andre the Giant. Ich bin Godzilla. Sin Cara. Also muss ich auf A gehen, ne? Die andere ist ja ein. Boah. Kann ich den auch ohne Guckketten nehmen? Ich frag mich gerade, ich guck noch mal ganz kurz durch, ob das der kleinste ist. Keine Ahnung, steht das dran? Er hat den kleinsten. Obwohl, der ist eigentlich auch ziemlich klein, ja, ne? Also, damit hat jetzt mal gerade so alles richtig gestellt. Ist der, ne? Onkel hat den kleinsten. Wrestler. Ja, meiner ist nicht nur besonders klein, sondern auch besonders dünn. Klein, aber dafür aber kurz. Aber stinkt, ne? Wie ein großer. Ja, guck mal, der ist noch kleiner. Ah, nee, das Onkel ist klein, aber dafür dünn. Was machen wir denn? Der ist, glaube ich, noch kleiner, ja. Keine Ahnung. Müsste man sich jetzt mal im Internet vergleichen. Hideo Itami. Ruf nochmal an und frag mal, wie groß er ist. Hideo Itami gegen der andere. Hurra. Ist er neuer? Oder war der schon drin? Zurich? Hurra, Zurück. Ist der neu? Sag mal hallo. Der hat schon vor, Wo ist er? Ja, Undertaker hat gemacht. Achso, haben wir schon. Okay, der Kleinste ist dann... Wird nicht einfach für dich, weil du kannst den Großen nicht stemmen, oder geht das? Also wenn der Kleinste es gleich schafft, den anderen zu Giant und so Body Slam, dann falle ich vom Glauben ab. Dann könnte ich ja es gibt wirklich keinen kleineren. Könnte ich den Onkel ja auch einen Body Slam machen. Meinst du, ich schaff das? Vielleicht von der Werte her einen Kleinsten nehmen. Ich glaube, dann wäre das hier so Shane McMahon oder sowas, ne? Nee. Der ist sogar noch weniger. Der ist klein. Nee, der ist aber kleiner als Sin Cara. Okay, dann nimm den Sin Cara. Okay, Sin Cara. Der ist 1,55 Meter groß und meiner ist 2,30 Meter. Ja. Kann man wieder ausruhen, weil jetzt kommt erstmal wieder der Eintritt und die finden das ja cool. Das ist schön, hallo. Komm, Rivali, sag doch nochmal hallo. Hey, ich grüß dich. Bist der Beste. Du bist der Beste. Achso, ich hab gedacht, du hast jetzt zu ihm gesagt, du bist der Letzte. Der Letzte? Der Ock gehört nur Gutes für euch, er merkt ja schon, ne? Du bist das Letzte. Der Sin Cara musste eigentlich jetzt auf so eine Holzkiste da reinkommen, weil der so klein ist, dass man den nicht sieht. Es gibt keine Sorgen. Holzkiste. Naja. Ein Sack könnte auch aus Eisen sein. Guck mal, der feiert voll. Warum hat der eigentlich eine Maske auf? Boah, ich könnte da gar nicht atmen drin. Boah, du musst erstmal atmen. Ich könnte da gar nicht atmen drin in so einer Kiste. Du musst erstmal atmen lernen drin. Ja, der ist so riesig, der Giant. Der hat erstmal eine dünne Luft da oben, weil der so groß ist. Der dampft mich ja voll. Ja, Blut nicht vergessen. Ja, aber mein Bluten, das wird ein bisschen schwierig. Weil ich habe ja eine Maske auf. Ne? Und da sieht mein Blut nicht so besonders gut. Also wenn da irgendwo Stroh in der Ecke... Also musst du bluten. Bei mir sieht man es nicht. Doch, man hört es aber. Ne, aber ich das Blut sehen. Ja, auf dem Brustkorb kommt auch Blut. Also bei mir war es. Wenn, dann muss deiner bluten. Deiner kann auch bluten, weil das Blut läuft durch die Maske. Wir machen so lange, bis dein... Ja, wie ja das Blut. Alter, das Blut, ja. Siehst du hier diese komischen, wie heißen die nochmal jetzt hier? Die Dinger hier, die wachsen hier. Koteletten. Da, der ganze Blut verheddert sich in den Koteletten da. Das sieht doch eh keiner. Koteletten. Sag ich doch. Müssen wir an Koteletten denken, ja. Goldketten am Ohr. Du hast schon wieder eine goldene Hose an. Ich habe keine Lust mehr, gegen Leute zu kämpfen, die eine goldene Unterhose anhaben. Ja, willst du wissen, was da von der Unterhose an? Oh, der schaut ja aus. Wer schaut aus? Du. Ja, der schaut. Ich denke mal. Achso, der Koteletten-Boy, ja. Oh mein Gott, ey. Tja, wisst ihr, wie der einkaufen war? Der musste mal gleich zwei Pullover zusammennähen, damit er sich einen anziehen kann. Guck dir mal den riesen Bär an, aber der war richtig unbeweglich, der war richtig fett. Ich hab den ja mal live gesehen gegen Hulk Hogan und so, der konnte sich gar nicht bewegen, weil der so fett war. Du hast alle irgendwie live schon gesehen, oder? Nein, YouTube, kannst gucken, Hulk Hogan gegen diese Würstchen. Soll ich den Onkel mal gewinnen lassen oder soll ich ihn platt machen? Schreib's rein. Na, du musst ja bluten, also du musst schon ein bisschen bluten. Nee, guck mal, ey, ich brauch nur einmal... Bei mir sieht man's bluten. Ich brauch nur einmal mit der... Oh, meine Blutet schon. Guck mal, jetzt Bein und BAM! Der Bein müsste ab sein, wenn der fette Obelix sich haut. Ja genau, du wirfst mich. Ja. Ist klar, der andere Giant, den kannst du so einfach durch die Gegend werfen. Ach, ich kann jetzt wieder raus. Ah ja, das ist bei Hell in the Cell, ne? So, jetzt mache ich mal einen Move hier. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass der kleine komische... Ja.
ist moralisch richtig. So, komm mal her. Boom, du müsstest dann normalerweise durch den Ringpfosten flattern. Guck, genau so. Also ich weiß nicht, da gibt glaube ich Kopfschmerzen. Und jetzt, bam, Rücken Destroyer. Boah, ich bin so groß, ey. Du müsstest zwei Stück von dir übereinander, wären dann nicht mehr so groß wie ich. Warum schlägst du nicht? Ich kann nicht mehr blocken, ich habe keine Energie mehr. Ja, das ist alles so, ist alles real. Das ist ganz normal, liebe Leute. Ach komm, einen kleinen Finger hat der 200 Kilo einfach so weggerollt. Das sieht am Anfang immer schlecht für mich aus, aber dann greife ich an. Genauso wie jetzt. Und dann bist du dran, Junge. Boah, guck mal, ganz locker auf die Schulter. Und da fliegt der Kleine. Der Beste soll gewinnen. Der Beste. Also es ist egal, ob ich dich hier legen kann. Vielleicht kann ich dich ja mit meinen Koteletten irgendwie verwirren oder so. Kann ich eigentlich die Treppe auch abbauen? Ja. Boah! Ey, ich wollte die Treppe abbauen! Jetzt hast du die doch gelockt. Die Treppe abbauen! Komm auch, steh auf! Sei einmal ein Mann! Mach doch keinen Pech. Steh auf! Ist das dein? Das ist meiner, ne? Warum soll ich den Main Pack? Ich weiß nicht, haben wir ihn kaputt gemacht. Ha! Ich hab dich kaputt gemacht. Und jetzt nochmal, komm. Mach das jetzt mal bei Hell und Zell immer so scheiße, da kann man nicht durch. Achso, dann macht er nur einen Move, oder? Ja. Ja. Hörst du jetzt mal auf mich zu kratzen, wir sind Frau? Mensch. Wieso ein Frau, Mensch? Boah, guck mal, hast du gesehen? Weggebobbt habe ich dich. So, jetzt werde ich dich erstmal ganz... Ich glaube, man kann den mit dem Finisher durch den Ringkäfig hauen. Boom! Er ist mit seinem Kadaverkörper dagegen. Und jetzt... Hula! Ach, ich wollte dich dagegen schmeißen. Wieso macht er das? Schau, bist du auf Drogen oder was? Wahnsinn. Nein, auf Cola-Bier. Oh, er blockt und er wirft den Dicken einfach gegen die Wand. Hallo, könntest du mal... Danke. Ah, fuck. Haha, ich bin da. Und er macht wieder den übelsten Kratzer. Ja. Oh, ist er erschöpft? Weil er ist erschöpft, er hat sich zweimal in den Augen gekratzt. Dann muss er sich erstmal auf die Knie gehen. Das ist ehrlich, ja, hier draußen kann man halt nicht viel machen. Das ist scheiße. Ja, aber ich werde doch nicht müde, wenn ich dir zweimal in die Augen kratze. Oder gehst du dann auch im Gefecht? Ich muss mal kurz... Du fett, sag schon. Ich muss mal kurz auf den Boden legen. Jetzt habe ich mal meinen großen Händen deinen Kopf zerdrückt. Boah, jetzt kommt ein Move. Boah. Und man ist erschöpft. Er hat einen Move gemacht und ist erschöpft. Aber ich habe schon 68%. 68% Abenteuer. So. Das gibt's nicht. Ja, ist klar. Ja! Ich kann doch nicht mal blocken. Außer er hat einen Stuhl in der Hand. Ach komm. Ich hab Blocken gedrückt. B wie Blocken. Aber cool ist das. Hopp, weg. Und der Dicke kommt. Boah. Ich stehe da, guck zu. Das und jetzt. Boah, normalerweise müsste der Stuhl in dir sein, wenn ich dich auch damit schlage. Du müsstest in dir drin stecken. Mhm. Und du müsstest K.O. sein. Boah, du bist abgehauen. Ja, der kann mich hauen. Na klar kann er das. Ich mach das und meiner... Nein, der liegt. Boah. Guck mal, wie meiner Schmerzen schreit. Ah ja, wir müssen ja bis einer blutet, ne? Mhm. Das ist echt gemein, weil du einen Helm auch hast. Hab ich ja gesagt, du musst also als erstes müssen, weil bei mir sieht man es nicht. Toll. Meiner ist so dick, der kann sich nicht bewegen. La 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 la. Oh, voll in den Magenkörper rein. Magenkörper! In den Magen des Körpers. Jetzt komm, heb mich mal auf, ich bin bewusstlos. Guck mal, meine Arme, die Koteletten sind so schwer, ich kann mich nicht bewegen. Ja, der macht ein Signature. Oh. Ja, schön. Der Dicke ist echt, was steht da oben? Spiel kein Minecraft gegen Gott. Ich kann es nicht lesen. Lies mal. Spiel kein Minecraft. Nee, das machen wir nicht. Haben wir gar nicht Minecraft, oder? Ich hab's, ja. Echt? Kann ich. Diese Pixel, das sind so viele Pixel im Bild. Oh fuck. Gott sei Dank. Ich hoffe, das war dein Finisher.
Ach komm, ey, ich kratz dich! Und was macht meine Lütze erstmal hin? Das war jetzt zu viel, damit ich kratz. Ich mach jetzt einen Finisher, Leute. Aber ich darf ihn ja noch nicht mal covern, weil er ja buchen muss. Boah, auf die Treppe, normaler Mensch ist tot. Aber nicht. Oh, meine kann ich doch abbauen. Ja, aber. Was kann man abbauen? Treppe. Ja klar, mach die kaputt. Achso, apropos Treppe. Ach nö. Ja, ich komm angerannt wie ein wilder Tornado-Bestie und er stoppt mich an. Was? Eine wilde Tornado-Bestie. Wer ist denn das? Der tritt gegen die Leiter. Die Treppe, Mann. Du, der Mann, Aluminium kann mir nichts schaden. Schaden denn? Da, Mann, da steht auf. Und, er kommt. Wozu drücke ich? Guck mal, ich hab schon blaue Flecke an meiner Brust. Blutergüsse. Und mein Gesicht hält noch. Noch kein Blut. Blutergüsse. Naja, ich will dann in dein Gesicht blutet. Oh. Ja, sicher, der Kleine. Habt ihr gesehen? Ganz locker. Der hebt mal eben 200 Kilo hoch. Naja. Mit goldener Rüstung. Oh, das war natürlich blutig. Aber ich blute noch nicht. Aber du musst mich dann auch pinnen. Kann doch sein, dass ich gewinne. Ach, komm jetzt. Wie ging denn das mit dem Scheiß durch die Ringe? Mein Gott, ey. Hörst du jetzt mal auf? Ja. Ja, ist klar. Ist klar. Ich drücke ja nur Spaß. Ich habe auch gedrückt und trotzdem machst du einen Dropkick. Ha, ich bin wieder da. Ha. Oh, meiner soll. Oh, guck mal, ich habe ihn weggeworfen. Guck mal. Dass ich das noch erleben darf. Ja, guck mal, mach weg den Kleinen. Mhm. Mann. Echt? Mach weg den Kleinen. Boah, sieht ja fertig aus. Nox ist nicht. Ah, Noxy! Noxy! Ah. Ich bin der Fette. Ich werde meinen Onkel zerstören. Ich muss ihn zum Bluten bringen, aber der hat eine hässliche Maske auf. Guck mal, meiner ist so sauer. Na. Jawohl. Was, warum fliegst du da nicht gegen? Der wirft einen kleinen Furz und er bleibt einfach stehen und ne, dein Schwung hat das keine Power. Boah, da holt er die Schaufel aus dem Keller, bis der ankommt, der guckt das an. Ja. Oh, Mann, das ist echt eine Frau, der kratzt nur. Und dann ist er schön. Oh, kennt ihr das? Das Gefühl? Boah, kommt der mit seinem Stiefel an. Nee, ich muss in den Keller gehen, wenn ich schlag. Jetzt muss ich kommen. Boah, dann bin ich. Sei froh, dann wäre dein Tod gewesen. Wir schubsen uns gegenseitig hier gegen die Käfigstangen. Ach komm, jetzt pack den komischen Wurstkopf da. Mit seiner hellen Maske. Hallo. Bam, schönes Ding, schönes Gerät. So, jetzt will ich ihn Mann. Müssen. Jetzt kommt ein Todesmove. Boah, guck mal, der macht sogar den Mund auf dabei. Der ist so fertig, der Kerl. Der sollte sich erstmal Ausdauer spritzen oder so. Ich weiß ja nicht, wenn diese schon an der Boden. Gib nicht auf, Kleiner. Ja, ich gib nicht auf. Doch, er muss sterben. Ach, jetzt haut er mich auch noch hier. Uah, mal, da kommt eine halbe Stunde, braucht er, bis der Arm ankommt. Alter, ich kann doch wohl den Nippel haben. Ja, dann ist vorbei, ey. Jetzt kommen mir die Kratzfolien. Und die Augen werden gekratzt, ja. Und was machen die jetzt, Cover, oder? Dein Ernst? Doch, das so. Ja, er hebt mich mit einem Arm und der Schulter hoch. Ohne Witz, das ist der Terminator getarnt als Sin Cara. Wie kommt man denn da raus hier? Wie aus dem Käfig raus? Wie aus dem Käfig? Wie kommt hier raus? Man kann nein, die Seile zerstören. Die. Da gibt's ja noch nicht mal ein Sargmatch, da gibt's auch keinen aus dem Käfig rausklettern. Doch, das gibt's. Oh, du bist eine Lüge. Da kommt der Big Mash! Ja! Oh, das ist ein. Du darfst nicht, du darfst nicht. Ah, ja, ja. Du darfst nicht besiegen. Dann ich. Natürlich ist meine erschöpft, liebe Leute. Ich habe gerade einen Move gezeigt. Und danach ist meine erstmal fertig mit der Welt. Ach ja, der blockt meinen Finisher. Na klar, macht er das. Na klar. Ich bin total erschöpft. Jetzt kommt wieder mein Stiefel. Ich hoffe, du blutest. Boah, nein, der blockt einen Schlag von Godzilla. Ey, ich glaub das nicht.
Boah, der Stiefel in the face. Ach Mann. Und da liegt er wieder. Oh, ich hab gekratzt. Warte, ich muss mich kurz entspannen. Ich hab dich gekratzt. Ist doch scheiße sowas, ehrlich, jetzt mal ganz gewittert Donnerhagelblitz. Nochmal. Der Schlag der Götter. Und nochmal daneben. Ich muss aufpassen, wo ich hinschlage, nicht, dass man erschöpft ist. Boah, ich geh jetzt rein, ich habe keine Lust mehr. Ich muss jetzt erstmal ich leg mich jetzt auf den Sofa oder so und warte, bis man da wieder Energie hat. Ich mache mit. Kennst du Giant Gonzalez? Da war auch mal ein starker. Was steht da? Mhm. Ist Blut an? Ja, ich hoffe, er hat angeschaltet. Hast du die Kinderversion an? No Blood? Ne, gut, es müsste an sein, wir haben ja auch schon mal geblutet, ne? Mhm. Echt nicht? Ja, aber solange du meinen Rücken bearbeitest, kann ich eh nicht bluten. Ja, mein Rücken ist an zerstörbar. Ich kann nichts drücken, meiner ist so fertig mit der Welt. Guckt euch das an, das fette Riesenbaby wälzt sich. Ah, genau! Er schiebt die Treppe rein und meiner ist total ohnmächtig deswegen. Der wirft den Stuhl auf! Ey, yo! Du erfindest hier irgendwelche neuen Spielmoden, das gibt's gar nicht. Und meiner ist so fett zu blocken. Genau, immer auf den Kopf. Ich hab keinen Wasserkopf, mein Kind. Nein, du hast keinen Wasserkopf. Die Kinder sagen, ich habe einen großen Mund. Da komm, stell deine Schuhe in die Garage, iss deinen Keks. Ja. So ist meine auch, ey. 2,50 Meter groß und einmal die Augen gekratzt, ist er erstmal erschöpft auf dem Boden. Das war zu viel für mich. Das war zu wild. Selbst der Schiedsrichter ist größer als ich. Tja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, komm, nein, ich kann ihn nicht blocken. Ich will da nicht mein... Oh, geh weg. Ja, das war's, Leute. Wenn der auf meinen Kopf drauf springt, dann war's das mit meinem Gehirn. Oh. Ah, nein, mein... Oh, das sind Schmerzen. Das sind echt... Kinder nicht nachmachen. Alter. Mach das ja nicht nach. Mach das ja nicht nach. Wenn, dann nimmt keinen Aluminiumstuhl. Oh, fuck. Zu kurz. Er hat sich hingelegt und jetzt lebe ich in Ruhe. Und jetzt kommt ein Body Slam. Boah, das ist kein Bodyslam, das war ein Wegwurf-Slam. Boah, ist das geil, ey. Und BOM! Seht ihr das, die Energie, die da drin steckt in diesem Wurf? Gott, ja. Guck mal, aber was mir aufgefallen ist, dass Kratzen mehr Energie verbraucht. Wenn ich so Moves mache, das macht mir nichts aus. Aber wenn ich dich kratze, dann ist vorbei. Dann ist boah, so wird's schon wieder von Mitch. Halt mal ein bisschen die Fresse, Mann! Dann ist der, dann ist der total fertig. Ich muss den Onkel ein bisschen ablenken. Gleich vorbei, Onkel. Ich helfe dir. Ja, wie denn? Mein Pferdekönig, der kann das ja nicht. Ohne Witz. Ey. Der soll mal lieber wieder draußen die LKWs richtig in die Fahrgeschäfte stellen. Ey. Klar, der Onkel, der quetscht wieder meinen Kopf hier zwischen. Ist kein Problem, das macht mir nichts. Ich habe ja einen Helm auch. Das ist ein neuer, oder? Ah, ne, ist Noxy. Lass den dicken bluten, ja. Geht nicht. Man hat einen Dickschädel. Na, fuck. Ha, ausgebaut. Oh, ja! Ja! Er blutet! Ich darf pinnen! Ja, ich kann, du blutest auch schon seit 2 Jahren. Ja, Stunden. Scheiße! Du hast eine Maske auf, du blutest aber. Scheiße! Du blutest? Ja, guck mal, ich hab dir deine Beine gezappelt hier. Jetzt bist du dran, Junge. Ich darf ihn pinnen! Ja. Lalalala. Boah, dein Kopf ist auch rot, guckt euch das an! Ach, Scheiße! Doch, der muss schon längst bluten, der Kopf. Wenn du mir auf den Bauch hast, wird mein Blut, jetzt auf, wird mein Kopf nicht bluten. Doch, wieso macht er das nicht? Was ist mit der Treppe? Ist die jetzt nicht mehr genormt oder was? Der lässt du hast noch keine Energie. Ach, scheiße, Energie, die brauchen wir nicht in der Aluminium, leider. Oh Gott, die ist zu schwer, Leute. Ein 2 Meter Kerl, keine Energie mehr. Ich darf bluten, ich darf pinnen. Du darfst bluten, ja. Ich hoffe, ich komme nur hoch, Alter, ich bin völlig im Arsch. Ja, weiß ich. Arsch. So, ich helfe dir. Achtung. Ja, meiner ist so gut. Ja, genau, der blockt mich. Ja. Meiner blutet nicht. Das ist ein Mückenstich, der aufgegangen ist. Ein Stickel. Hau ab. Ich will nicht, dass ich verliere gegen so einen winzigen Zwerg da. Das gibt's nicht. Der Schlag an der Brust, der war entscheidend. Ich will noch irgendwas machen. Was willst du machen? Ich will raus aus dem Käfig. Kann ich dich da auch reinschmeißen? Ach Mensch, warum? Ich wollte gerade lachen, aber du stehst ja schon wieder. Ja, das ist natürlich cool als kleiner Wurm, ne? Du bist die ganze Zeit voll fit. Tja.
Oh, fuck! Ja, jetzt komme ich und rein mit dir. Bam! Schönes Gerät. Schönes Gerät. Jetzt komm mal her. Jetzt möchte ich dich einmal ganz zärtlich in die Ecke bitten. Nein! Oh, ja! Kein Blut. Und er blutet überhaupt nicht. Der hat nämlich den goldenen Stahlhelm auf. Blut nicht erwünscht. Ach komm, du blockst ja allen Scheiß und trittst den Fetten in die Beinkehle. Das darf man nicht. Das macht man als netter Bürger Deutschland nicht. Gehst jetzt mal weg. Ich kann nichts machen. Man ist total fertig mit der Welt. Alter, was machst du für Mut? Oh nein, bitte nicht kauern. Nein! Ach, ich wollte eh nicht mehr mit den Dicken. Ich wollte den Onkel nur gewinnen lassen. Ah, geil. Ah. Tja. Damit hat gewonnen, der erste Match habe ich eindeutig gewonnen. Aber der ist so schlecht, der ist so schnell müde, der will nicht mehr blocken, der kratzt zweimal, ist erschöpft. Oh Gott, ich habe dich gekratzt, ich muss mir erstmal ein bisschen ausruhen. AKW mit Hardy, nee, mehr Hardy. Gibt's gar nicht mehr, oder? Achso, ach, der ist da. Hi, hallo. Das kann man nicht auf den Brustkorb setzen und auf Gesicht schauen? Ja. Kann man schon auch. Brustkorb setzen? Lass dich feiern, du hast gut gekämpft. Zum Kleinen. Oh. Was erwartest du? Ich hab dich gekratzt und dann war meiner bewusstlos. Ja, ist das so? Hier, Schöpf, warte. Wie soll ich da gewinnen? Oder meiner nimmt die Treppe. Oh Gott, ich muss sie weglegen, sie ist so schwer. Da kann ich gewinnen. Sauber, ja, der hat gewonnen, das ist scheiße. Ich wollte gewinnen. Ach, hast du vor uns gewonnen, so? Ja, okay, stimmt, ja. Genau. So, jetzt sollen wir ein Leitermatch machen, aber es stehen keine Mir Person. Ist kalt, ich zieh mal.